Über das Thema Ampelausstieg wurde ja schon länger diskutiert, vor allem mit Blick auf die FDP, denn Christian Lindner hat ja schon mit seinen Steuervorschlägen immer wieder mal so ein bisschen reingepiekst und geschaut, was er machen kann. Mittlerweile scheint es aber, als wäre das gar nicht mehr so weit entfernt, dass der Ampelausstieg kommt. Denn durchaus ist die Konfrontation auch von der FDP an den Rest der Ampelkoalition immer größer geworden in den letzten Wochen und Monaten und der Druck auch auf die Koalitionäre maximal erhöht worden. Wir schauen uns jetzt vor allem mal an, warum die steuerliche Situation hier durchaus jetzt der Knackpunkt für das Weiterführen der im Großen und Ganzen Ampelkoalition sein kann und auch was meine persönliche Vermutung ist, wann es hier zum Bruch kommen könnte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, wir haben die ganze Woche ja schon darüber berichtet und zwar über die neuen Pläne von Christian Lindner. Und sein großes Problem ist, er muss aktuell einen Spagat schaffen zwischen einem Haushalt, der auf der einen Seite möglichst alles finanziert, denn SPD und Grüne geben beim Sozialstaat nicht nach. Gleichzeitig kommt aber der Druck von außen, natürlich hier von Verbänden, die sagen, hey, wirtschaftspolitisch, Deutschland raucht gerade ab, Unternehmen wandern ab. Stiehl erst jetzt, sag ich mal, am Wochenende die große Ankündigung, sie verlassen Deutschland komplett aufgrund unter anderem von steuerpolitischen Gründen. Dann in dem Zusammenhang weiterhin Ukraine-Russland-Konflikt und vor allem weitere Krisenherde, die es auf der Welt gibt, wo plötzlich natürlich auch die Bundeswehr wieder benötigt wird. Da ist natürlich Christian Lindner schon so ein bisschen in diesem Zwiespalt, aber auch innerparteilich ist es so, dass es ja im letzten Jahr schon diese Umfrage gab, naja, Ausstieg der Ampel, ja oder nein. Und damals wurde darauf spekuliert, 8.12., weil dann hätten im Grunde alle, sag ich mal, Minister und Bundestagsabgeordneten, die neu reingekommen sind, hier im Grunde ihre Bezügezeiten voll und hätten dann den vollen Anspruch, den Mindestanspruch auf jeden Fall erfüllt. Und jetzt ist es natürlich wieder so, naja, jetzt hat er das nächste Problem, die Europawahl. Und zwar ganz klar ist an der Stelle, Christian Lindner will natürlich hier ein bisschen in den Wahlkampf mit rein. Also kam natürlich direkt wieder das Thema Grundfreibetrag. Denn mit diesem Thema Grundfreibetrag kann er am meisten Menschen gleichzeitig abholen. Warum? Diese beträgt aktuell ca. 11.600 Euro pro Jahr. Das heißt, bis dahin ist alles steuerfrei. Dadurch, dass dieser Betrag steuerfrei ist, steigt natürlich die Progression dann später an, weil auch diese, sagen wir, Höchstsätze dann angepasst worden sind. Bedeutet, es gibt eine direkte Steuerentlastung für Steuerzahler in Deutschland. Und zwar für alle. Und das ist nur eine einzige Zahl, die man im Grunde im Steuergesetz anpassen müsste. Und das wäre relativ einfach machbar. Denn, wie gesagt, eine Zahl nach oben schrauben, ohne Probleme. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja an der Stelle er hier einige Punkte natürlich mit aufführt, wo er gleich mal wieder den Grünen und der SPD auf die Füße getreten ist. Denn in seinem Interview am Ostersamstag sagt er, das Bürgergeld sei überproportional oder massiv und überproportional erhöht worden. Und jetzt müssten auch die Steuerzahler entlastet werden. Denn ganz klar sei auch für ihn, viele Deutsche oder auch natürlich neu zugekommene, die im Bürgergeld sind, haben hier das Bürgergeld etwas falsch verstanden. Und dieser Punkt ist dann durchaus natürlich kritisch, weil man hier sagen kann, ja, wenn man das Bürgergeld im Grunde falsch versteht, das bedingungsloses Grundeinkommen, dann läuft da was schief. Am Mittwoch legt jetzt im Grunde Christian Lindner hier nochmal nach, sowohl in der Bild-Zeitung als auch in der Rheinischen Post, hat er hier nochmal Gas gegeben und sagt, naja, es muss ein Inflationsausgleich für den Steuerzahler kommen, denn sonst steigt die kalte Progression. Ob hier nochmal so eine Inflationsausgleichsprämie kommt oder ähnliches, ist fraglich, denn an der Stelle muss man schauen, wie das sei. Die Grünen gehen natürlich gleich wieder ran und sagen, okay, aber das bedeutet ja wieder, wie ich euch schon in anderen Videos gesagt habe, prozentual, wenn jetzt, sage ich mal, der Grundfreibetrag hier um 100 Euro steigt, dann steigt er für jemanden mit einem Steuersatz hier prozentual die Steuerersparnis um 10%. Hingegen für jemanden, der schon im Spitzensteuersatz ist, gehen wir mal von aus von 50% pauschal, der würde 50% Steuern sparen auf jeden Euro, den er im Großen und Ganzen hat. Und das ist hier schon so ein Thema, wo ja, sag ich mal, dann die SPD gleich dabei ist und sagt hier, und zwar der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte hier im NTV-Frühstart heute, wir wollen uns konzentrieren auf diejenigen, die nicht so viel verdienen. Was ja auch wieder ein Problem ist, weil die FDP sich ganz klar gegen einen weiteren Ausbau des Sozialstaats ausgesprochen hat. Kanzler Scholz hingegen gesagt, wir machen es noch sozialer.
Das nächste ist auch, dass die, sag ich mal, FDP, EZLA, auch durch den Finanzminister Christian Lindner hier Pflöcke eingeschlagen hat für die Haushaltsverhandlungen. Genau mit den neuen Eckwerten, die im Grunde hier abgearbeitet werden müssen. Beziehungsweise weg vom Eckwerteverfahren hin natürlich hier zu einem im Großen und Ganzen klaren Plan. Es wird natürlich jetzt in den, sondern Haushaltsverhandlungen schärfer. Aber was ist mein persönlicher, ja, ganz einfach, Situation hier. Also ich sage ganz klar, dass Christian Lindner es wahrscheinlich davon abhängig machen wird, wie es bei den Europawahlen und bei den am selben Tag stattfindenden Kommunal- und Landtagswahlen ablaufen wird. Denn daraufhin wird er einen Gradmesser haben, ob die bisherige Politik gut angekommen ist oder eben nicht. Und das ist ja durchaus was ja immer mehr Bürgermeister und andere auch sagen. Es ist im Grunde, wir haben in Deutschland kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und das ist im Grunde auch was hier Christian Lindner seit fast einem halben Jahr fast mantraartig runterbietet. Und es ist natürlich auch so, dass in einem großen Zeitinterview hat er natürlich einen Haushaltsentwurf angekündigt. Und es sei so, natürlich, hier kündigt er an, sich im neuen Haushaltsentwurf auf die Angebotsseite der Wirtschaft zu konzentrieren. Also Entlastung für Unternehmen zu sorgen. Auf die Frage, ob er das Bündnis verlasse, wenn das nicht gelinge, gab es kein klares Nein von Lindner. Aber er sagte, es ist unvorstellbar, dass nichts passiert. Das kann sich das Land nicht leisten. Und wir haben es ja schon ein paar Mal zitiert, so in den letzten Wochen, wo es auch so einige Medien aufgenommen haben. Seine großen Vorbilder hat er ja schon hier ein bisschen aufskizziert. Und zwar, das ist natürlich ehemalige FDP-Politiker Genscher und Lambsdorff, die ja damals die sozialliberale Koalition mit der SPD gesprengt haben. Und dann natürlich hier in dem Zusammenhang gesagt, nee, dann machen wir es lieber nicht. Und hier ist es auch so, dass hier jetzt Christian Lindner auch etwas dazu gesagt hat. Und zwar die FDP-Spitzen Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff hätten diese aber in Kauf nehmen müssen. Und dann sagt er, um das zu erreichen, was im Interesse des Landes ist, das hat mich immer beeindruckt. Und das erinnert auch ein bisschen damals, ich meine, es war 2017, ja, war die letzte Bundestagswahl, als er gesagt hat, hier Christian Lindner, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und ganz klar ist aktuell natürlich hier politisch ein bisschen schwierig. Riskiert er mit einem Ausstieg aus der Ampelkoalition das komplette Rausfliegen aus dem Bundestag? Oder hat natürlich hier das gewisse Risiko? Oder mit Blick darauf schafft er den großen Wurf? Die FDP steigt wieder auf. Wie gesagt, diese von 10% Punkten runter, also von 10% runter auf 5% gerauscht, beziehungsweise fast unter 5%. Schafft er den Turnaround und schafft es nochmal in den Bundestag rein? Vielleicht dann als kleiner Partner bei, was weiß ich, Grüne Union, Union. Oder gibt es dann, sag ich mal, eine bunte Koalition aus Schwarz, Rot, Gelb, Grün, damit man nicht mit der AfD irgendwie zusammenarbeiten muss? Man weiß es nicht. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass hier Christian Lindner auch immer wieder in den letzten Tagen darauf berufen hat, liebe Leute, kommt zurück auf den Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag wurden einige Dinge vereinbart, die natürlich auch hier für die FDP wichtig sind. Und wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, die Europawahl könnte hier der Gradmesser sein und natürlich auch die Landtagswahlen und Bürgerschaftswahlen, die stattfinden, wo man ganz klar sagt, naja, wenn er an dieser Stelle hier weiß, okay, wir haben in den bestimmten Bundesländern hier einen Rückhalt und wir haben dann 3, 4, 6 Monate, ich weiß auch nicht, wie lange jetzt die Fristen ist, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare, bis wann dann Neuwahlen stattfinden muss, wenn die Koalition gesprengt wird oder ob dann die Union mit reinspringt und sagt, okay, wir machen hier die Koalition weiter mit, was weiß ich, SPD, Grüne und Union. Könnte auch der Fall sein. Aber wie gesagt, das bleibt natürlich offen. Meine persönliche Tendenz ist aktuell zu sagen, okay, es könnte nach der Europawahl, könnte es in die eine oder andere Richtung gehen. Denn, wie gesagt, Schlag auf Schlag wäre ja so, 19. April wäre jetzt die aktuelle Haushaltsdebatte dann beendet. Sprich, alle Ministerien müssten ihren Haushaltsbedarf anmelden. Dann Juni kommt dann die Europawahl mit Bürgerschafts- und Landtagswahlen entsprechend. Dann hat er angekündigt, bis zum Sommer
hier weiterzugehen. Also hat er im Grunde, ich glaube, Sommerpause ist dann 30. Juni oder sowas, hat er im Grunde noch einen Monat Zeit, das Ganze zu bewerten und zu sagen, okay, wir gehen mit oder wir gehen nicht mit. Oder wenn die Grünen und die SPD dann nicht mitgehen, dann lässt er sie vielleicht über die Sommerpause hochgehen. Das kann alles sein, aber durchaus wird es wahrscheinlich nach der Europawahl sein. Und ich sage mal, ich hoffe es wirklich, dass der Turnaround kommt, denn wir kommen heute noch im anderen Video dazu, wo man ganz klar sagen kann, ja, Olaf Scholz mittlerweile der schlechteste Politiker auf der Welt. Und das ist durchaus was, wo man ganz klar sagen muss, da gab es eine Klatsche von der New York Times, die sich wirklich gewaschen hat. Was ist deine Meinung? Denkst du, Christian Lindner lässt die Ampelregierung platzen oder ist er zu sehr in der Macht verhaftet und weiß auch nicht genau, wie es danach weitergeht? Denn es kann ja sein, dass die FDP danach für immer in der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder er den großen Turnaround schafft. Was ist deine Meinung? Schreib es uns unten in die Kommentare.